und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Cuttlefee, euer kleines Kaninchen. Und wir müssen jetzt hier mit Kabathos reden. Der hat noch eine Aufgabe für uns. Jetzt gucken wir mal, was er von uns möchte. Die Magie der Arkanenbruderschaft ist stark. Es tut mir leid. Haltet euch aus unseren Angelegenheiten. So, nochmal. Hallo, herzlich willkommen, Neverwinter. Ah, oh, es ist spät. Okay, wir haben eine weitere Quest bei ihm. Ihr schon wieder? Moment, ihr kommt gerade recht. Ich habe nämlich wirklich eine weitere Aufgabe für euch. Wo ihr nun ein schnelleres Kajak besitzt, ist nun die Zeit für euch gekommen, weiter in den Norden vorzustoßen. Wir brauchen meine Alarmzauber an weiteren Orten, um mehr über die Truppenbewegungen unseres Feindes zu erfahren. Ich habe bereits einige Totems im Norden für meine Alarmzauber vorbereiten lassen. Segelt dorthin und aktiviert sie mit meinen Schriftrollen. Los, los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Warum konnten das nicht die machen, die das dort errichtet haben? Warum ist denn hier so eine krasse Aufgabenteilung? Hallo? Tch. Ernsthaft? Cool. Ich bin immer noch begeistert davon. So. Wir müssen noch Alarmzauber. Der Riese ist unterwegs. Der sucht jemanden, der uns helfen könnte, in dieses Lager vorzudringen. Dieses Runencamp oder dieses Runenlager, wo die Runenwerke neue Rüstungen und Runen herstellen. Und bis dorthin wollen wir doch mal noch neue Alarmzauber errichten. 4 Stück. Und auch hier sehen wir wieder, es ist ungefähr die Gegend, wo wir schon waren. Das heißt, diese 3 hätte man eigentlich in einem Rutsch machen können. Und werdet ihr vermutlich auch in einem Rutsch machen. Ich fahre jetzt aber hier einfach nochmal ein bisschen durch die Landschaft. Und besuche Sigrun. Ja, aber der Typ macht mich, der verwirrt mich. Sigrun, ne, wir sind ja jetzt schon, ne, wir kennen uns jetzt, wir sind so oft hier schon. Haben mit ihr ein Pläuschen gehalten, dass wir jetzt sagen könnten, hey Sigrun, hör mal, hast du vielleicht irgendwie ein Glas Nutella für uns? Aber wir besuchen sie diesmal nicht. Wir gehen nicht mal nach unten. Hier habe ich aber immer noch nicht. Mit denen haben wir uns noch nicht bekannt gemacht. Hey Leute, hey. Hey, hey, ich bin hier. Hey, ich bin Asavariel. Hey, hey, hey Krieger. Hey, hey. Au, das tut doch weh. Das ist voll lustig, so klein wie wir sind. Aua! Lass das, das tut doch weh. Was hatten wir noch? Das ist so. Man muss mal hochgucken, wenn man so klein ist wie wir jetzt. Gut, ich muss generell mal hochgucken, weil ich immer so nahe kommen. Was? Ach, halt. So, dieses Alarmtotem ist bereit. Fällt doch nicht auf, ne, dieses Totem da. Das fällt überhaupt gar nicht auf. In Skyrim gab es ja auch hoch im Norden auch so ein Eismeer mit so Bruchschollen-Eis und dergleichen. Dies nun ist unser Pfad. Aber da waren keine Barbaren, glaube ich. Was waren da oben? Bären? Bestimmt? Und diese Frostgeister, diese komischen kleinen Viechers. Oh, what the fuck? Gegen wen? Gegen wen kämpfen die da? Kämpfen die gegeneinander? Die gegeneinander kämpft? Oder sah das nur so aus? Jemand muss sie doch aufgebaut haben. Wieso hat er die nicht gleich aktiviert? Das ist ja toll. Da will ich aber gar nicht hin. Zu diesem Heroic Encounter hier. Komme ich da drauf, ohne das Heroic Encounter auszulösen?
gucken. Vielleicht kann ich hier landen. Ja, sieht gut aus. Sind das die Flaggen? Sind die, symbolisieren diese Flaggen immer Landungspunkte? Euer Schutz ist mein Begehr. Wurde uns das vielleicht sogar gesagt? Ach du, darauf, wo die Flammen sind? Was machst du? Hey, der kommt direkt auf uns zu. Haha, kannst ja nicht hoch. Aua. Oh Gott, der kann hier doch hoch. Schreckens-Eisbär. Möchte das Relikt? Eigentlich nicht. Ich brauche es. So, nehmen wir das mit. Bestimmt wieder Schrott. Ja, grün immer hin. Wo müssen wir jetzt hin? Da drüben. Okay, wir reiten nicht da quer durch. Wir gehen hier ins Wasser und schwimmen. Wir fahren. Miau. Nee, da müssen wir gar nicht hin. Hallo? Müssen wir auf die coole Insel? Ja, wir müssen hier auf die Krakenschnabelinsel. Da, wo wir kurz waren und überlegt hatten, ob wir drauf gehen und dann aber gesagt haben, nee, doch nicht. Da werden wir bestimmt später hinkommen. Ja, das sind immer Landungspunkte, das gelben die Flaggen an. Steht garantiert schon in den Kommentaren. Für den Fall das, vielen Dank im Voraus, im Nachhinein. Also, ihr wisst schon, für mich jetzt im Voraus, für euch im Nachhinein, temporale Probleme. Ich höre euren Ruhm. Du musst vierdimensional denken, Marty. So. Und die Zauber sind alle aktiviert. Was haben wir? Heißt das, dass das noch nicht alles ist? Dass das noch nicht das komplette Gebiet ist? Dass es noch mehr gibt als dieses eine Gebiet? Gut, wir waren hier noch gar nicht. In der Krone waren wir noch gar nicht. Da hinten bei dem Schiff hier waren wir auch noch gar nicht. Und hier hinten auch noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Wir waren noch so, also so viele Ecken noch nicht. Wo wir noch hingeschickt werden können. Boah, ist das schön. Boah, ist das schön. Die Polarlichter oben. Okay, man kann. Das ist eine. Ich wollte gerade mal kurz anhalten für einen Screenshot, um Thumbnail und so, aber das funktioniert so nicht, wie ich mir das dachte. Da oben irgendwas ist auf diesem riesigen Eisberg. Ha! Kommen wir da hoch? Weil die müssen ja auch wieder Auskunftsscheine sein, das darf man ja nicht außer Acht lassen, diesen Fakt, dass hier irgendwo, oh cool, geil, irgendwo auch noch die Auskunftsscheine sind. Ja, vorsichtig. Oh ja, das ist. Oh, das ist der. Das nehme ich jetzt. Für Thumbnail. Oh, wie cool. Mal gucken, ob ich das als Thumbnail hinkriege. Das ist fantastisch. Oh, guck mal. Alter. Ja, yeah, das wird mir ein Thumbnail. Mal gucken, ihr habt es ja schon gesehen. Ich noch nicht. Ich habe mein Thumbnail noch nicht gesehen. Komm ich hier jetzt hoch? Hier? Hier so? Hier?
Kann ich hoch? Ja! Schau, schau oben! Go, Azabariel! Go! Auf die Eisspitze hoch! Komm, komm, ihr wisst doch, dass ihr es auch wissen wolltet. Ich weiß doch, dass ihr es wissen wolltet. Ihr wolltet doch auch wissen, kommt man hier hoch und was ist hier oben? Ich bin doch so, ich erkunde doch so gerne. Nichts! Ernsthaft? Nichts? Hier wäre doch ein fantastischer Ort für einen Ausspähungsstein. Den würde niemand finden. Oh mein Gott. Warum ist hier sowas? Hm, naja. Schade. Aber das heißt nicht, dass zum Beispiel auf dem dort drüben diesem Felsen nicht ein Auskundschaftsstein sein könnte. Deswegen müssen wir das natürlich auch da wieder versuchen. Hey! Kratos. Ihr habt die Sache mit den Alarmen gut gehandhabt. Als ihr hier zum ersten Mal aufgetaucht seid, habe ich gedacht, dass wir eure Leiche nach weniger als einer Stunde aus dem Wasser ziehen würden. Doch ihr habt mich eines Besseren belehrt. Alter, ich bin ein Held von Neverwinter. Ich habe Valyndra besiegt. Also, das habt ihr noch nicht gesehen, aber ich hab's. Ich habe Tiamat besiegt. Ich habe Demogorgon besiegt. Und du, Hans Wurst, dessen Namen ich noch nie gehört habe, kommt jetzt und will mir ans Bein pinkeln, dass ich hier innerhalb von einer Stunde sterben würde. Ich habe mir einen Namen gemacht in Neverwinter. Und du? Du hast ein Auge auf der Stirn. Das ist alles, was du hast. Meine Güte.